Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von... Ja, wer hat's gedacht? Sniper Elite V2. Was war das? Nicht mehr schlafen. Ich habe seit 2 Tagen nicht geschlafen. Und es geht jetzt allen so. Glaub bloß, dass du die Fresse lässt weg. Ich kann kaum meine Augen aufhalten. Solltest du wieder wach bleiben. Mann gefallen hier überall. Der Mann gefallen. Wir müssen im Bereich noch bleiben. Aber keiner sucht mich. Ich freue mich auf das Ende des Krieges. Soldaten! Ah, ja, klar, da war doch eine Stolperfalle, die hatten wir doch vorhin. Er ist hier eben. Kontakt! Alles klar. Das war natürlich nicht geplant. Ich hoffe, vor allem der Ton ist nicht laut, zu laut. Ich habe den letzten Part mir noch nicht angeguckt. Ich nehme erstmal 2 Parts, glaube ich, hintereinander auf. Ich hoffe, das reicht schon mal. Ich weiß, dass alle nur noch von vorne kommen. Das ist ja das Beste. Die Frage ist, kriege ich noch mal neue Muni, weil meine Thompson gleich leer ist? Komm raus, Scharfschütze. Binde ihn. Schau euch um. Haltet die Augen. Er ist hier irgendwo. Such weiter. Oh, jetzt hätte ich den schönen Kopfschuss geben können. Ich glaube, mit dem Railroad komme ich am besten hier voran. Sucht weiter. Ich bin weg. Darauf habe ich gerade die Falschwaffe. Das war schon besser. Alles klar, von dir. Das war nicht ganz so nice. Alle Leute, die mich sowieso kennen, die wissen ja, dass ich nicht der ruhige Typ bin, was sowas angeht. Dass ich mehr der Typ bin, der Russian tut. Und nicht der taktische bin, aber ich glaube mal, das kriegen wir da schon irgendwie hin. Ja, wir hätten beide gleichzeitig töten können. Okay, ja. Eigentlich wollte ich warten, bis ich beide treffen kann, aber dann eben nicht. Dann müssen eben beide einzeln sterben. Ja.
vorne auch. Ja. Alles klar, Leute. Das ist die leichteste Stufe, die man hier einstellen kann. Also ihr wisst schon, was da abgeht bei den schwierigen Stufen. Erstmal Wash durchsuchen. Sieht aber einigermaßen leer alles aus. Eisenberg war tot. Es gab kein Zurück. Die Russen und die Deutschen wussten, dass ich mitspielte. Noch vier übrig. Alles klar. Für eine Folge wäre das zu kurz, deswegen geht's mal weiter. Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Dr. Gunther Kreidel, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich hatte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt. Ich hatte nichts anderes erwartet. So, ich sehe gerade, hier gibt es noch Karten und Ziele. Also ich starte hier, mein nächster Punkt ist hier. Und da ist mein Aussichtspunkt. Und der Feind ist noch nicht da. Okay. Bewaffnung. Ja, die Springfield, das ist glaube ich klar. Landminen. Ah, ach so. Ah, das ist natürlich geil. Das ist natürlich ziemlich geil. Aber ich glaube, wir bleiben hier bei der World World. Thompson kann man nicht ändern und Springfield auch nicht. Stollmine würde ich sagen, bleiben wir dabei und weiter geht's. Alles klar, ich weiß nicht, ob der Kill sein sollte. Aber ich sah keinen anderen Grund hier, keine andere Sache hier durchzukommen, ohne jemanden zu killen. Einfach dafür meine Sniper nicht benutzen, hier meine Springfeeder. Achso ja, Leiche durchsuchen ist natürlich wichtig. Volle Munition, ja klar, ist ja klar. Ah, von der Position ist es nicht ganz so, was ich wollte. Komm bitte. Doppelt. Ja. Durch. Jo. So läuft das 2 für 1. Mehr sehe ich nicht, deswegen. Soll ich hier reingehen? Ich glaube, hier ist noch nicht mein Ziel, oder? Kurz mal Lucky Lucky machen. Ich glaube, B war ja für das Fernglas. Aber ich sehe nicht so weit. Deswegen kann man wieder wegstecken und auf meine Sniper gehen. Eigentlich besser, wenn ich Sniper sage oder wenn ich wirklich den Namen der Waffe ausspreche. Ja, die Railroad wollte ich jetzt haben. Zur Sicherheit. Man weiß nie, ob hier oben jemand ist, aber... Da war jemand.
Eine Munition für die Springfielder. Ich bin sehr ruhig. Vielleicht ein Sorry dafür, dass ich ruhig bin. Vielleicht aber auch nicht. So, ich glaube mal, wir gucken aber vom Arsenal von hier oben, was man vielleicht wegmachen kann. Ob es überhaupt was zum Wegmachen gibt. Guck mal, ist die einzige Person hier gewesen. Gehe ich zwar nicht davon aus, dass es die einzige Person gewesen war. Aber wir gehen mal runter. Wir hauen mal ab, so muss es sein. Wir noch eine Map. Ah, wir haben eine Map. Okay, das heißt, wir müssen einfach mal hier vor noch gehen. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, was sie mit Straßenpatrouillen meinen. Ich diese eine Mission in dieser einen Folge hinbekommen. Aber diese Folge dauert schon ihre Weile. Wisst ihr was? Ich beende diesen Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, kennt ihr dann oben da, wenn ich einen Daumen nach unten schreibe in die Kommentare, aber natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Man of the World. Ciao, ciao.